Ja, hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Just Minimi. Ich freue mich so sehr, dass ihr alle wieder da seid und dass wir heute wieder eine neue Folge der Asylum Challenge Reloaded gemeinsam genießen können. Wie ich in der letzten Folge schon abschließend gesagt habe, am Ende, die Folge nehme ich im Anschluss direkt auf, weil ich halt einfach voll im Hype bin und mir das so Spaß macht. Da würde ich mich interessieren, hat schon mal jemand von euch angefangen, die zu spielen? Wie läuft das bei euch? Habt ihr auch so Probleme, dass die Sims hungern? Oder fressen die alles, was ihr denen reingebt? Das würde mich voll interessieren. Und was ist, welcher Gegenstand war euer erster, den euer Sim hatte? Läuft es mit den Verkäufen und mit dem Freilassen? Ach, ich bin einfach interessiert. Falls ihr das mal hört und selbst die Challenge spielt, lasst mich doch einfach wissen, wie es bei euch so läuft. Ich bin hoch interessiert. An der Stelle würde ich mich auch sehr, sehr über ein neues Abo freuen. Ich würde mich darüber wirklich freuen. Ich sage das nicht nur so. Und natürlich über die Kommentare. Heute wollen wir erreichen, dass wir nochmal jemanden freilassen. Und in der letzten Folge haben wir ja einiges erreicht. Wir haben zum Beispiel drei, Digga, sogar extra Zubehörsachen geholt. Nämlich einmal Strickkorb und Stickkorb. Und eine weitere Staffelei, dass die Sims vielleicht freiwillig irgendwas machen. Wir haben uns hier ein Doppelbett geholt, das noch gar nicht benutzt worden ist. Eine Dusche, die viel benutzt wird. Und die Toilette, die haben wir ja schon in der vorletzten Folge freigeschaltet. Ja. Und wir müssen heute schauen, dass wir halt ein bisschen Geld zusammen klabustern können. Ich habe mir jetzt gedacht, ich stelle diese Dinger heute der TK, die haben wir ja die letzte Folge freigelassen. Eigentlich könnte ich das ja auch irgendwem in die Tasche stecken. In der Hoffnung, dass irgendwas getan wird. Weil die sind ja nicht weg, die sind ja hier. Und man kann die Sachen entgegennehmen. Au, weil wir füttern die ja auch. Also kann ich denen das ja auch in die Tasche stecken. Er ist irgendwie komisch, weil der benutzt einfach nicht die Toilette. Oh, er hat gekocht. Wie viel? Natürlich nur eine Portion. Du bist so ein Ich-Mensch, Alter. Hättest du ja auch gleich für alle kochen können. Dann müsste ich mir jetzt nicht so einen Kopf machen. Ach, Mann. Ja, und ihr armen Gefangenen. Die müssen halt aufs Klo, pieseln sich die ganze Zeit ein, stinken durch die Welt. Und ich muss jetzt gleich mal kochen. Wo ist, fängt das wieder an? Um kochen zu können, brauche ich Geld. Verkauf's mal schnell. Hups. Mir ist irgendwie das Spül abgestürzt. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Jetzt soll's wieder gehen. Jetzt habe ich halt allerdings auch vergessen, was ich gerade aktuell mache. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Monia hat sich in letzter Zeit sozial unwohl und einsam gefühlt. Soziale Zusammenkünfte scheinen nicht ihr Ding zu sein. Ich muss leider ja drücken. Oh mein Gott. Hergestellt wurde nichts. Sie ist jetzt am Schlafen und will danach duschen. Das sind schon mal sehr gute Vorsätze. Mira muss noch mal ein bisschen Geld verdienen. Und dann müssen wir mal wieder kochen gehen. Ich wollte irgendwas kaufen, glaube ich. Ja, sie hat jetzt auch langsam mal so ein bisschen Hunger. Wir haben auch keinen Tisch, wo wir essen können. Ich habe vor, dass wir unten die Bank weg. Dann hier eine Doppelcouch mit Fernseh. So habe ich mir das gedacht. Das sind zwei Plätze, drei, vier, fünf und drei hier. Und ein Schaukelstuhl sind sechs. Und dann haben wir hier ein Bett, da ein Einzelbett und da ein Einzelbett. Betten haben wir genug. Wir brauchen einen Mülleimer, genau. Einen großen Mülleimer brauchen wir. Das wird schon irgendwie. Ist es fertig? Ja, verkauf das mal schnell, bevor du kochen gehst. Du machst es einfach nochmal einen Obstsalat. Oh, Obstsalat, Obstsalat, bitte. Gartensalat. Mach einen Gartensalat. Okay, kein Obstsalat. Mach nochmal einen Gartensalat. Das ist das sicherste von allen. Da wurde sich wieder eingepieselt. Das ist so gemein, dass sie noch nicht mal ein Toilettentöpfchen haben oder sonstiges. Oh, wir haben nochmal einen Schimmelhaufen hier. Wir müssen uns echt um diese Müllproblematik kümmern, weil der Mülleimer, ja, Wertstoffe aussortieren. Hey, das können wir ja jetzt schon machen. Okay, du kannst dich schon mal zum Essen rufen. Und dann nimmst du dir eine Portion und noch eine Portion und noch eine Portion. Und die tun wir dann in den Keller räumen. Da kommen sie angetrappelt. Das ist schon wichtig, dass ihr dann was esst und dann ist auch gut. Wir dürfen auch nicht mehr Toiletten anbauen. Oh, jetzt, wo wir eine Schlafgelegenheit haben und eine Toilette, muss man, das ist ja natürlich Pflicht, habe ich ganz vergessen, das hier zerstören. Ja, das ist zwar ein bisschen mehr, was ich jetzt abgezogen habe, aber okay. Die dürfen den Busch ja mehr haben. Die sollen ja trotzdem noch leiden, wisst ihr? Das ist ja dann noch von der anderen Challenge. So, die liebe Mira hat jetzt die drei Portionen für die Ladies abgezwackt. Und den stellen wir das dann dahin. Es läuft, irgendwie läuft's. Mal gucken, ob sie heute gewillt sind, ein bisschen Salat zu essen. Wir haben hier eine Sitzmöglichkeit, die wir verkaufen, weil wir ein Bett haben.
Oder wir platzieren es ins Inventar, genau. Dass wir nicht noch mehr Geld scheffeln. So, dann hätten wir das. Wir könnten eigentlich einen Tisch holen, wo sie essen können. Einfach random drei Plätze zum Hinsetzen. Warum nicht, oder? Dann holen wir uns den und ein paar Stühle. Das sind die selbst herstellbaren Stühle, dürfen wir nicht. Eins, zwei, dann haben wir drei Sitzgelegenheiten. Und ich habe Telefon. So, dann haben wir hier schon mal drei Sitzplätze, immerhin. Jetzt muss ich mal gucken, diese Heimaufbereiter und Heimfabrikatoren und was weiß ich. 1800, 1870, na, die können wir jetzt noch nicht aufstellen. Die brauche ich aber auch wirklich erst dann, wenn ich tatsächlich alle befreit habe und es an die Aufgabe geht. Ich wollte jetzt gucken, was so ein toller Mülleimer kostet, den wir uns ja beim letzten Mal doch nicht leisten konnten. Wir 150. Das reicht und dann können wir anfangen, ein kleines... Entschuldigung! Was geht denn hier ab? Entschuldigung, ich weiß nicht, wie der Typ da jetzt rausgekommen ist. Den hole ich jetzt rein, sorry. Sowas kann natürlich mal passieren. Ja, jetzt muss ich die echt alle sperren. Okay, ich mache das jetzt mal schnell und dann bin ich wieder da. So, ich habe es jetzt gesperrt. Ihr könnt an der Stelle in die Kommentare schreiben, wie ich Rick bestrafen soll dafür, dass er eben abgezischt ist, weil dieses Verhalten geht nicht. Du musst hier unbedingt ein mittelgroßes Gemälde machen, weil mein Ziel war heute, ja doch noch eine rauslassen zu können vielleicht. Da haben sie jetzt was zu tun, nämlich aufräumen da oben. Ja, sonst kriegen wir diesen Dreckschimmel und die Fliegen, die hier so sind, die Krabbelkäfer, hier nicht mehr los. Oh, das ist praktisch. Guckt mal, die faulen Sims, die können einfach so auf dem Stuhl pennen. Funktioniert das? Die laden... Ah, tatsächlich. Die laden dann auch Energie auf. Das ist very great. Ja, toll. Jetzt hast du das da hingeschmissen und bist jetzt happy darüber, oder was? Was ist eigentlich mit Ima? Wo ist der? Der pennt jetzt die ganze Folge, oder was? Hallo? Seht ihr, die sind ganz happy, dass sie schlafen können. Schlafen nicht richtig, sie machen ein Nickerchen. Aber ich hoffe jetzt, dass es durch den Mülleimer langsam wieder hier ein bisschen... besser wird. Jetzt hat sie sich so um ihre Bedürfnisse gekümmert. Hast du das fertig gemalt? Nee. Kannst du danach fertig machen. Nein, du kannst natürlich zuerst die Toilette benutzen, meine Liebe. So, jetzt erstmal pieseln. Und dann kannst du das fortführen. Zwischendrin mal ein Nickerchen halten, aber oben ist das Bett besetzt. Deswegen können wir das nicht machen. Und so weiter und so fort. Oh, nee. Gar nicht. Wir können das nicht aufhängen, weil du es verkaufen musst. Sonst die Geld für andere Dinge. Klassisch. Nochmal. Ich mache immer drei mittlere, dass ich weiß, ich mache es richtig. In den Kommentaren der ersten und dritten Folge, glaube ich, steht es drin, welche Kombis an Malereien zumindest ihr braucht, um einen Schlüssel zu erhalten. Nicht vergessen. Alter, haben die eine Sauerei fabriziert. Naiei. Ihr könnt, wenn ihr wollt, theoretisch das Essen auffrischen. Ich finde es irgendwie spannend, dass es hier so müllig ist. Und werde im Rat zum Wärter sagen, er soll die Mülltonnen ab und zu mal rausstellen. Mülleimer entfernen oder irgendwas entfernen. Ja, hier wird gequatscht wieder mal. Wir lieben es. Ja. Aber die sehen jetzt schon besser aus. So frisch geduscht, so nicht stinkig. Inspirierende Kunst. Selbstsicher nach der Fertigstellung eines Kunstwerks. Oh mein Gott, habt ihr es gehört? Das sind jetzt irgendwelche... Oh je. Seht ihr es? Überall ist, ja. Der Staub. Irgendwann müssen wir auch noch Müll... Ihr seht's. Also, wir kommen von einem Extrem ins andere hinein. Aber das ist das, was mir so gut gefällt. Ich schwöre es, mir gefällt es. Wenn die Sims so ein bisschen strugglen. Nicht, wenn sie so leiden, aber wenn man es halt ein bisschen schwer hat, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist jetzt auch keine Challenge, die für immer gehen soll. Weshalb da auch möglich sein sollte, ein Ende zu finden. Aber zwischendrin darf man halt so ein Rad drehen. Werden wir in der nächsten Folge machen. Dass es halt eben auch mal Rückschläge geben kann. Bis wir halt mal... durch sind mit allem. Eigentlich wollte ich ja nur einmal in der Woche drehen, den bösen Wärter. Aber vielleicht, mal gucken. Ihr könnt ja mal schreiben. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Findet ihr das zu wenig, so böse Sachen zu drehen? Oder reicht es euch, wenn ich jede Woche einmal drehe? Ich meine, die Folgen, ihr seht es ja, wir sind erst Dienstag, ja? Und ich habe ja erst am Dienstag, Montag hatte ich ja, glaube ich, erst abgesperrt. Kannst du jetzt aufhören? Ja. Was war das? Was war das? Die haben gegessen. Geldam, also irgendwie war da jetzt ein komisches Gefühl. Was war das? Warst du das? Sporiosis. Tief fühlt sich unwohl aufgrund des seltsamen Wachstums, das sich nach und nach in ihrem Haus ausbreitet. Das eindeutige Fazit lautet, Schimmelhaufen sind nicht gut. Ja, das kann ja auch passieren. Ich habe euch doch einen Mülleimer hingestellt. Okay, das ist nicht gut.
dass so viel Schimmel und Dreck in der Bude ist. Aber mal ehrlich, so ein Schimmeltod wäre es ja mal. Also so rein theoretisch. Die haben jetzt alle diese Sporiosis. Ja, ich kann auch nicht mehr als mal und euch freilassen. Ihr könntet ruhig mal ein bisschen im Haushalt helfen, Mädels und Jungs. Ich muss nicht immer alles ganz alleine machen. Tja, Problem ist, sie kann hier nicht schlafen. Sie kann hier nur sitzen. Sie kann jetzt auch nicht schlafen, oder? Wenn ich jetzt schreibe, schlafen, steht dann jemand auf? Oh ja, danke, dass du aufgestanden bist. Immerhin hast du jetzt auch schon echt lange... Sag mal... Ja, ich bin ja mal gespannt, was da in 3 Tagen passieren wird. Die Lampe macht komische Geräusche. So, also die schläft jetzt halt. Ich werde jetzt mal die Nacht abwarten. Oh Gott, der nächste Morgen wird hart. Jo, mach doch den nächsten Stock gleich dreckig. Genau, ich stopf dir das jetzt einfach in dein Inventar. Findest es gut? Oh, ein Bücherregal brauchen wir noch. Ja, Mann, ein Bücherregal, dass die was zu tun haben. Die Bilder kann ich ja schon mal runterhängen. 1, 2. Bitte, räumt doch mal auf. Wir brauchen auch mal 3 Staubsauger oder so, dass die Leute saugen können. Denen geht's jetzt natürlich ganz schlecht. Wir haben 7.44 Uhr und Samira schläft noch. Aber das ist genau das, was ich meinte. Sobald der nächste Tag anfängt, ist hier Schluss mit lustig. Na, dann fängt's an. Da zieht's denen alles runter. Und ich bin ja gerade froh, dass sie jetzt schlafen war. Und lass sie für alle wieder mal einen Salat kochen. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt, weil es mich stört. Und du machst einen Obstsalat zum Frühstück. Warum bist du so traurig? Die existenzielle Traurigkeit, nichts herzustellen, hat sich eingeschlichen. Ja, es tut mir leid, aber es ist so teuer. Ich kann das nicht irgendwie bezahlen. Es geht nicht. Und sie stellt auch nichts her. Was ist das? Speisereste. Aber sie hat den anderen Mülleimer gelockt. Vielleicht hilft dir das ja jetzt, weil ich den Dreck in ihr Inventar gepackt habe. Vielleicht schafft sie es ja zur Mülltonne. Dilidit. Und? Wunderbar. Oh nein. Mit Fliegen verbünden? Oh, scheiße. Ja, toll. Ey, ich heul gleich, ne? Ich heul gleich. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Es ist doch eine Mülltonne für draußen, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ey, langsam wird's echt kritisch. Was machst du jetzt? Im Regen duschen. Bist du schmutzig? Ja, okay. Dann kannst du hier zum Essen rufen. Ja, wunderbar. Die haben ja keine Dusche, wo man sich duschen kann. Aber wie schön sie essen kann, das ist schön. Ja, wisst ihr, was auch schön ist? Dass ich euch jetzt allen noch einen schönen Tag wünschen kann und die Folge an dieser Stelle beende. Weil sonst sind sie einfach zu lang. Ich muss ja auch noch viel rausschneiden und so. Wenn sie mal kürzer oder länger ist, hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Heute war es nicht so gut. Wir haben niemanden freigelassen. Dafür halt unsere Sachen aufgewertet. Sie hat mal ausgeschlafen ordentlich. Und so bis jetzt läuft es eigentlich gar nicht schlecht. Uns ist noch niemand gestorben. Aber es könnte auch besser laufen. In der nächsten Folge werde ich dann das 3. mittlere Gemälde fertig machen, dass wir die nächste Person rausholen können. Hoffentlich lässt der Wärter das zu. Ihr wisst ja, Namensrad drehen und so. Dann schauen wir mal, wie es sich so gestaltet. Ne? Die nächste Folge dann. Macht es gut. Ich freue mich. Achso, im Übrigen freue ich mich über Kommentare und ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, was für ein Mülleimer das ist, dass dann komplett der Müll geleert ist. Ich dachte immer, es sind die großen. Oder war das ein Inneneimer, den ich da habe und brauche irgendwie einen anderen Eimer? Ich habe keine Ahnung. Oder brauche ich eine große Tonne? Ich weiß es einfach nicht. Wollte ja diese großen Tonnen vermeiden, aber egal. Okay, Leute, dann war's das. Tschüssi, tschüssi, adieu, bye, 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 bye. Eure Minimi. Tschüss.